Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Long Drive. Immer noch an der Villa. So, ich habe jetzt mal, ich musste Gott sei Dank nicht bisher herspielen, weil es gibt ja noch diese Funktion des Autosaves. Und ich werde jetzt, während ihr dabei seid, werde ich jetzt hier nochmal sparen. Ja, gut, haben wir das jetzt gerettet. Das müsste ich jetzt öfters mal machen. So, ich habe jetzt schon mal die Räder ausgetauscht. Ich habe auch den Kühler von dem Auto in das Auto eingebaut. Jetzt haben wir zwar wieder bloß 5 Liter Wasser, aber der Kühler sieht dementsprechend auch ein bisschen besser aus. Ich werde jetzt den Kühler trotzdem noch mitnehmen, weil eigentlich habe ich mir überlegt, normalerweise könntest du auch den etwas größeren Motor da reinpacken, aber ich weiß halt nicht, ob das ein Benziner oder auch ein Diesel ist. Das weiß ich halt nicht. Könnte man theoretisch probieren. Komm, wir probieren das jetzt einfach. Wenn nicht, dann passt es halt nicht. Wenn das nicht so sein sollte. So, komm mal raus mit dem Teil. Den müssen wir eher schon mal Öl reinmachen. Füllen wir mal Öl ein. Mal gucken, ob der überhaupt anspringt. Weil das Umfüllen möchte ich euch jetzt nicht antun. Das wird ewig dauern. Sag ich euch so, wie es ist. Das Spritumgefälle, das wird ewig dauern. So, drinnen sitzen tut er schon mal. Und guckt auch nicht raus. Aber jetzt ist bloß die Frage, startet die Karre. Weil wenn das ein Benziner ist, dann ist es ein bisschen doof. Ich würde sagen, das ist ein Benziner. Das wird nix. Ich kann noch mal gucken, ob ich jetzt auf 0 geschalten habe, aber ich denke mal schon. Ja. 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 Das ist doof. Das ist blöd. Schade. Hätte mich echt über einen super geilen Motor gefreut. Bin das ja mal drüben. Achso, drüben ist ja unter Wasser im Tank. Das wird ja auch das nicht funktionieren. Was sind denn hier immer diese dreckigen Hasen? Ich habe auch in der Zwischenzeit schon mal wieder hier so ein komisches Geräusch von so einem anderen Typen gehört. Also hier sind definitiv noch welche. Aber ich bin ja auch noch nicht fertig mit der Villa. Ich gehe da jetzt rein. Ach, so ein Riesenmotor wäre schon geil gewesen. Aber wir haben auch noch über 20 Liter im Tank. Das dauert ewig, bis das jetzt bis das leer ist. Also bis ich das hier... Und so viel Kanister habe ich auch gar nicht. Um das jetzt aufzufangen. Und zum Weglaufen lassen ist es einfach zu schade. So, ich mache mir die Tür zu. Jetzt gehen wir einfach noch mal rein. Wollte gerade sagen, erlebt wieder, aber nein, erlebt nicht. So, haben wir hier Wasser. Ja, guck mal, hier haben wir sogar noch Wasser. Das ist sehr schön. Da hatten wir noch eine Bürste. I don't understand it. Is this the world? Ich live in this world. Der ist über mir. Why is there no one coming to bring us food? Everyone is so sick. I'm sick. Das Schlimme ist, ich kann es gerade nicht einordnen, von wo es kommt. Was ist denn das dort, eine Wasserware? Ehrlich jetzt. I am so hungry. I am so hungry. Wo kommt das? Die Hasen gehen mir oben auf den Sack. Bisschen spooky, muss ich sagen. Why is there no one coming to bring us food? Everyone is so sick. I'm sick. Ist das draußen?
Also wenn ihr was essen tut in dem Spiel, dann bitte nur die Brötchen oder mal von der Wurst abbeißen, weil das nimmt nicht so viel Wasser weg. Oh. Verdummt. Ach guck mal, ist der Geheimgang. Kommt der jetzt runter? Ich meine, das Schlimme ist, da kriegt er sogar die Türen auf. Eine Tastatur. Mhm. Suche ich diesen Typen auch noch. Da kann er schon mal nicht kommen. Kann bloß oben sein. Kann ja bloß hier oben sein. Ja, die Treppen sind echt der Graus hier. Ich hoffe, das geht runterwärts besser. Kann ja nur hier sein. Okay. Hui! Also das müsst ihr gehört haben, auf jeden Fall. Jetzt wird's dunkel. Jetzt haben wir einen Filter drüber. Lage machen wir jetzt nicht gerade Hoffnung. What happened to this place? I don't understand it. Is this the world? Okay. Why live in this world? I wonder what happened to my wife. Did I have any wife? Was I a wife? So ein Motor, ne? Der Tank ist leer. What happened to this place? I don't understand it. Is this the world? Was ist denn der Typ? I live in this world. Ja, draußen? Was doch draußen? Wo ist denn die Tür? Luftgewehrmunition. Hier geht's ja eigentlich nicht. So, das müsste jetzt aber eigentlich auch der letzte gewesen sein. Mein Gott. War ja nervenaufreibend hoch 50. Da. Das ist ja Wahnsinn. Brrr, da läuft ja mal eiskalt den Rücken runter. So. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, jetzt zu spotten?
Schrubb mal die Kiste. Ja, toll, ich glaube, da ist ein Hütchen drin. Steht denn hier ein Fernseher? Okay, kaputt geht die Scheibe leider nicht. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt hier durch. Wie sieht es mit meinen Stats aus eigentlich? So, ach, so kann ich auch noch zählen, ja. Ach nee, so schmeiß ich es ja weg, so habe ich es jetzt ausgerüstet. Oh mein Gott. Die Hasen sind auch nervig. Ich würde jetzt sagen, wir verpieseln uns jetzt einfach hier und fahren zum nächsten Spot. Seid ihr dabei? Grauenhaft hier. Ja, ich bin ehrlich gesagt aber trotzdem froh, dass ich hier nicht nochmal neu machen musste. Also bis hierher fahren musste, sondern dass das alles so glimpflich abgelaufen ist. Absterben lassen. Ja, wieder im Platz gereinigt. Offensichtlich ein Spot des Grauens. So. Ja, gucken. Also jetzt haben wir ja theoretisch Glück gehabt, jetzt haben wir ja einen neuen Spiel. Der funktioniert auch ganz gut, so wie es aussieht. Gucken einfach mal. Einfach mal drauf. Ich würde sagen, wir fahren noch mal ein bisschen so. Dann hört ihr mich, wie sie da drin sitzt, herrlich. So, mal gucken. Wir haben ja schon ordentlich Stuff dabei. Das Gute ist bei dem Pickup, das fällt nicht raus, weil das habt ihr ja gesehen, wo der Hase das Auto gedreht hat. Ist es jetzt nicht rausgefallen, sondern es ist quasi wie in so einem großen Korb festgehalten worden. Das ist schon eigentlich ganz gut so. So, aber ich bin trotzdem mal gespannt, ich muss nochmal gucken. Wir sind jetzt aktuell bei 35 Kilometer. Okay, wir haben noch. So. Kann man das nebenbei ein bisschen so dudeln lassen. Ich muss bloß dran denken, dass ich das dann wieder leiser mache, wenn ich umschalte. Sorry, wenn es dann mal kurz zu laut wird. So, jetzt sind wir schon mal wieder im Gras. Und das Auto sieht jetzt eigentlich schon fast wieder richtig komplett parabel aus. Ist schon dunkel nochmal. Echt so lange dort, ja? Krass. Echt heftig. Also ich glaube, hier würde es eher so ein 100 Tage Ding gut machen. 100 Tage in The Long Drive. Gucken, wie viel den 100 Tagen schafft. Da vorne. Keine Zeit, dass man doch mal eine Nachtfahrt macht oder so. Ach ja, so eine Kritze. Gut, aber ich würde jetzt mal vorschlagen, solange wie jetzt nichts passiert, würde ich sagen, entweder spule ich jetzt vor oder ich sage, ich mache jetzt einen Cut bis zum nächsten Spot. Weil sonst haben wir ja nur die ganze Zeit das Gefahr und langsam weiß ich nämlich auch nicht mehr, was ich quatschen soll. Also sage ich jetzt mal, bis gleich.
So, da sind wir auch schon wieder. Und wenn ich jetzt richtig gesehen habe, haben wir dort eine Garage oder was das ist. Oh, was ist jetzt? Ach, UFO. Alles klar. Ein UFO. Toll. So ein Scheiß. Also da oben ist eine Garage. Jetzt müssen wir wieder warten, bis der Strom wieder da ist. Komm, verschwinde. Also ich würde sagen, in die Garage gehen wir jetzt trotzdem gucken, weil die ist ja auch nicht allzu weit weg vom Schuss. Haben wir auch quasi nicht verpasst, ja. Ich bin gerade bloß geschlafen. Hab mich gerade gewundert, was jetzt kaputt ist, ey. Und da hinten ist auch noch ein Spot. Ja, da sind doch ziemlich zwei. Ach komm, wir fahren noch mal hier rum. Fahren wir jetzt erstmal schnell zu der Garage und da drüben ist ja noch ein Spot. Da ist noch ein Spot. Was ist das? Hinter den Felsen sind. Aber da hinten ist auf jeden Fall, das sieht schon wieder aus wie eine Villa. So kann man doch ganz leicht immer schön ausmachen. Ja. Also das Licht müsste ich ja noch ausmachen. Ne? Da, es könnte eine Villa oder auch eine Werkstatt sein. Ja, mal gucken. Da kommen wir ja auf jeden Fall noch hin heute. So viel Zeit ist ja noch nicht ins Land gegangen. Ui, gefährlich, gefährlich. Gefährlich. Hallöchen, was ist hier kaputt? Hier bewegt sich ja alles. Was haben wir denn hier? Alkohol. Ganz schweres Fass. Das dort. Das mit einfach einem Boot oder Flugzeug. Also das nenne ich mal einen Radiator. Eieieiei. Und der sieht richtig gut aus. Das nenne ich mal einen Radiator. Naja, ja. Nee, mach zu. Also wie ihr seht, man kann ja alles einbauen in die Kisten. Das ist mal ein Radiator. Jawohl. Ich glaube, den nehme ich mit. Wir haben ja noch Alkohol in dem Wasserboot, oder? In dem Fass, in dem Wasserboot. Und der hat jetzt 10 Liter. Komm, dann machen wir jetzt hier noch eine Mische. Machen wir jetzt hier noch ein bisschen Alkohol rein. Ja, guckt vorne übel raus. Oh, 50, ja. Das ist eigentlich besonders viel kühl. Also weg mit dem Fass. Hudi Bude. Mal gucken, vielleicht finden wir noch einen anderen Motor, der auch mit Diesel fährt. Das ist natürlich auch geil. Aber ein Spinneweben. Ja, nur Schrott hier, ey. Übel. Ist auch nochmal Wasser drin. Das ist gerade so ein Auto, was wir eigentlich schon mal gesehen hatten gerade. Die Handbremse aufmachen, müsste ich das eigentlich nur ganz leicht rausschieben, denn mein Auto steht scheiße. Ja, jetzt ist ja gut, jetzt kannst du so stehen bleiben. Halt! Halt! Stopp! So nicht. Uiuiui, das wird sich aber ganz schön gefallen, ja. Ja komm, du musst mal da raus, sonst komme ich da nicht rein. Geh jetzt. Geh jetzt weg.
Tschüss. Roll wohin du willst, du bist frei. Lauf, Forrest, lauf. Oh mein Gott. Was ist denn das? So, also wenn wir jetzt schon diesen Megakühler da drin haben. Da ist bestimmt auch kein Öl drin, oder? Alter, was ist denn das? Das ist doch ein LKW-Motor, oder? Das ist doch Wahnsinn. Also der müsste ja... Also wenn der nicht mit Diesel fährt, dann weiß ich es auch nicht. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir tauschen alle 100 Kilometer das Auto. Also jetzt müssen wir damit leben. Hier ist der Motor viel zu groß für die kleine Karre. Ich hätte schon gerade so der Radiator rein. Ja, naja, das ist Wahnsinn. Oh ja, Gott sei Dank schon Öl drin. Ne? So, dann mal gucken, ob wir das Teil reinkriegen. Jawohl. Tuning, guck dir das an. Das ist Tuning. So, hoffentlich läuft der Motor jetzt auch. Hoffentlich, bitte, bitte, bitte. Nein. Sag mir nicht, dass das ein Benziner ist. Ach, das ist doch zum Kotzen. Warum sollst du nicht, dass er das Brötchen nimmt? Oh, Schokolade! Yay! Ach, blöd. Das ist echt ein Benziner. Wie lange sind wir noch drin? Es sind immer noch 20 Liter drin. Ich habe auch keinen leeren Kanister, glaube ich. Das ist echt scheiße. Haben wir hier einen Kanister drin? Aber ich würde das jetzt echt gern wissen, ob das ein Benziner ist. Weil eigentlich verwundert mich das. Hier ist noch Öl drin. Was haben wir hier noch? Eigentlich bräuchte man dann ja auch noch Benzin. Guck mal, hier ist auch noch Benzin drin. Dann hätten wir schon mal einen leeren. Am Wasser kann es nicht liegen, da ist hier noch drin. Guck mal her, du. Süß. So, wieder aufmachen. So, der kann eigentlich gleich auch bleiben. Jetzt muss ich ja den Sprit vom Auto in den Kanister kriegen. So. Du bist jetzt leer, du kommst mal her. Den anderen wird er zugemacht. Ja, aber du kannst gleich mal hier stehen bleiben. So, warte mal. Ich stelle dich jetzt mal hier so hin. Und das wird jetzt ein bisschen tricky. Ich brauche jetzt, wo ich den Schlauch? Ja. Dich. Und ich und du musst jetzt da dran. So, mal gucken, wie wir mal rauskriegen. Oh. Oh. Das ist nicht gut. Warum? Warum tust du mir das an? Hey. Der Schlauch her. Ist der Schlauch? Warum? Auto, warum tust du das? Gib mir jetzt den Schlauch. Spinnt. Es spinnt gerade etwas. Warte mal. Ich greife mit dem jetzt mal. Wechsel mal den Slot. So. So kann man das nämlich ganz leicht beheben. Einfach zugreifen und den Slot wechseln. So, gehst du wieder auf. Jetzt machen wir das mal. Hallo. Was ist denn mit dir? Hä? Weiter weggehen, wo das Auto hingerollt. Ach, da unten. Und es rollt bestimmt immer noch. Okay, der Schlauch ist durch. Ich glaube, der Schlauch hat sich geschissen. Aufrollen, ey. Passiert aber nichts. Hm.
blöd. Das ist natürlich blöd. Oh, dann nicht mehr Pumpgun. Aus hier. Klebt doch alles ineinander hier. Ist ja Wahnsinn. Ne, das ist kein Lüftungsdeckel, das ist von so einem komischen Truck, so eine Luke ist das. Die klebt an der. Boah, die klebt da fest. Das ist ja mies. Blut ist ja eklig. Weil jetzt ist es auch noch wirklich rot. Alter, so haben wir jetzt schon wieder mein Auto, du Sack. Dieses elendige kleine. Ich habe voll gegen mein Auto gedotzt, du Sack. Mist, ich habe jetzt nichts mehr, um den Diesel abzulassen. Das ist echt blöd, ich hasse diese Hasen. Schon mal gesagt, dass die Hasen hasse. Brauche jetzt irgendwie einen Schlauch oder sowas. Ein Schlauch wäre gut. Ist halt nicht, wenn man die Paletten kaputt kriegt. Weil das wollte ich eigentlich nicht alles mitnehmen. Gott, schon wieder so ein Hasenvieh. Ja, bevor du es dir anders überlegst und herkommst. Nein, danke. Noch einer euch sogar. Die gehören alle. Ist das, was wir gesehen hatten? Ne, das da hinten ist das. Da können wir den dann auch noch abklappern, oder? Ja, ich weiß, ich habe gesagt, nicht so weit weg von der Straße, aber. Die Straße finden wir, glaube ich, schon wieder. Das dürfte nicht so schlimm sein. So. Scheide, was machen wir jetzt? Was bist du hier eigentlich? Ach, das ist eine Heckklappe vom Käfer. Und das ist die Motorhaube dazu. Guck mal, eine Rücksitzbank. Haben wir nochmal Benzin und Öl und einen Revolver. Mit 3 Schuss. Kann man aber auch noch aufpolieren. Wollte gerade sagen, was für eine geile Felge, aber das ist ja von einem Mofa. So, was haben wir hier noch? Hier ist nix. Hier ist nix. Sind hier was drin? Hier ist leer. Ach, ist das blöd, ist das der Schlauch umspackt. Richtig blöd, dass der Schlauch umspackt. Ich meine, ich hätte den Schlauch ja noch, aber das Problem ist, er spackt halt rum. Ist irgendwo ganz da hinten. Wahrscheinlich zu Hause hängt er irgendwo fest. Ich kann nicht hier auch auf R drücken, wie ich will, er rollt eh nicht auf. Ist die Kacke. Das ist blöd. Und die andere Geschichte ist, ich habe jetzt nur dieses bisschen Benzin hier. Da kann ich sagen, ja. Damit weiß ich halt nicht, wie weit ich komme. Na gut, mit 4 Litern kommt man auch schon ein Stück, aber ich möchte jetzt eigentlich den ganzen Diesel nicht verschwenden. Weil ja, weil theoretisch könnte ich jetzt, sagen wir mal, ich mache jetzt diesen hier. Mache die Tür noch zu. Könnte ich jetzt diesen machen hier. Dann läuft das auch aus. Halt blöd jetzt.
Eigentlich will ich das ja gar nicht. Der Witz ist bloß, wenn das Auto dann mit dem Benzin auch nicht fährt. Guck mal, wie viel noch drin ist. Dann gehen wir mal schnell pennen. Weil manche Autos haben auch gerne eine Mischung, muss ich dazu sagen. Das gibt es nämlich auch, dass die ein Teil Benzin, ein Teil Öl, dass da irgendwas mit rein muss. Aber Diesel ist ja quasi schon Sprit mit Öl. Wenn der damit nicht läuft, dann läuft er nicht. Boah, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das am Öl liegt. Boah, ist da zu wenig drin. Ne, der ist voll. Der Radiator ist, oder nicht das an dem Radiator, aber an dem Radiator dürfte es ja nicht liegen, weil der hat ja nur mit der Kühlung was zu tun. Ich gehe mal schon davon aus, dass es was mit dem Sprit zu tun hat. Ach komm, wir probieren das jetzt einfach, ansonsten muss ich mal fest. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Kannst du da einbauen? Achso, ich müsste die Tür vielleicht auch zumachen. Schon gewundert, ich habe gedacht, das ging doch gerade so einmal frei. Ja, das ist halt reine Spritverschwendung gerade. Aber ich muss halt auch an irgendwas festhalten, wenn ich sage, ich wechsle erst in 100 Kilometern das Auto. Also ab 100 Kilometer ist der Wechsel offen. Dann ist das so. Und dann halte ich mich auch selber an meine Regel. Ist halt blöd gelaufen für den Diesel, davon mal abgesehen. Wie gesagt, angeschissen hat es ihn halt nur, wenn das dann jetzt halt hier Opus nicht fährt. Ja. So, wo ist der Sprit? Ja. Ansonsten könnten wir ja noch Hoffnung haben, ich kann den Motor ja mitnehmen, so ist es ja nicht. Klatsch. Geht erstmal das Auto in die Knie. Wir brauchen hier jetzt drin Alkohol, ja? Ja, wenn das Wasser gewesen wäre, das wahrscheinlich noch besser gewesen. Wo hier jetzt irgendwas drin? Ne, der ist leer, den können wir trotzdem noch mitnehmen. Das ist ein Scheiß eingesammelt drin. So, warte mal, jetzt kommt der Augenblick. Wenn das jetzt nicht läuft. Guck mal, es läuft. Hä? Das ist schön. Können wir noch mal gucken, ob wir irgendwo noch Benzin finden? Oh, schön. Top Gun. Machen wir mal da rein. Ach, warte mal, bevor wir die da reinpacken. Ich muss gucken, ob ich irgendwas finde, aber ich habe schon was gesehen. Ja, das hier. Müsste sogar reichen. Wo ist der Benzin jetzt da? Ah, guck. Sehr schön. Ich sollte das Motor vielleicht nicht so lange laufen lassen. Ne? Ich habe richtig Angst vor dem Auto jetzt gerade. Warte. Okay. Oh oh, das ist nicht gut. Das könnte am Alkohol liegen. Fuck.
Scheiße. Das ist natürlich nicht cool. Ah, da müssen wir dann nochmal was ablassen. Der wird sich da irgendwo noch ein bisschen Wasser finden. Guck mal, hier ist noch Benzin. Da ist noch Benzin drin. Ist zwar nicht viel, aber ja, trotzdem hilft. Ich glaube, das Ding ist nicht kaputt gegangen. Ist. Jetzt kann es kaputt gehen. Busch. Bonk. So, der war leer, ne? Der war leer. Was war bei dir noch drin? Auch nicht. Ist auch leer. Du warst auch leer. So, was ist bei dir noch drin? Benzin plus Öl. Das ist eigentlich. Ist das eine gute Mischung? Ich weiß es gar nicht. Ich lasse es einfach mit rein. Das war dumm, oder? Du läufst nicht so langsam. Ja, 5% Öl. Ich meine, wir haben immerhin. Müsste eigentlich noch funktionieren. Das ist für 93% Benzin, für 92%. Alter, wieso läuft denn das so langsam? Was ist denn das für Kack? Brauchst ja ewig für alles hier. Schon mal sehr gut. Das Blöde ist halt nur, dass der Radiator nicht wirklich funktioniert. Halt doof. Ich hätte vielleicht doch Wasser nehmen sollen. Ist auch noch Alkohol drin. Ist noch mal Öl drin. Nee, ich habe ja noch Wasser, so ist es nicht. Was ist da drin? Noch mal Benzin. Aber hier ist weniger Benzin wie Öl drin, ne? Ja, das wird vielleicht zu viel. Da ist nichts drin. Und noch irgendwo mal ein Schluck Wasser. Jetzt noch mal Öl. Ist auch noch mal anderthalb, also 1,1 Liter Benzin mit 62 Benzin und 38 Öl. Hier ist noch mal pures Benzin drin. Okay, da müssen wir jetzt gucken, dass wir eventuell mit... oh, guck mal, da liegen Patronen, die habe ich gar nicht gesehen. So, wir haben den Revolver auch noch gefunden. Ne? Nice. Guck mal, das läuft schon noch. Ja, warte mal, da könnten wir doch den Revolver... Wo habe ich denn den hier? Guck mal, leg den mal hier hin. Finden wir doch drin bestimmt noch was. Den wieder schick zu machen. Und wenn nicht, dann nehmen wir einfach mit. Ah, guck mal, hier ist noch Wasser drin. Das ist bestimmt zu viel Alkohol. Ah gut, okay, 50-50 ist eigentlich nur blöd. Chemtrail. Also bis 5 Liter ungefähr. Da oben. Wir müssen den Alkohol verbessern. Dann hier das Benzin. Da drin. Auch nochmal Benzin. Drin, da ist nichts drin. Das ist auch leer. Der ist bestimmt das Wasser und Öl. Das ist genauso doof. Da ist nichts drin.
Gut, da muss ich jetzt gucken, dass wir bis zum nächsten Spot kommen, wenn die Kiste sich überhaupt fahren lässt. Das ist ja gleich das nächste. Der nächste Spot ist ja Gott sei Dank nicht weit weg. Also zum Saubermachen habe ich drin jetzt nicht gefunden. Packen wir jetzt einfach mal mit rein. Den guten. Oh. Ich gehe nochmal schnell aufs schöne Örtchen. Bis gleich. So, Freunde, ich habe mal kurz noch ein bisschen was getrunken und dabei habe ich festgestellt, hier ist ja auch noch Wasser drin, in dem Radiator hier. Dann nehmen wir den jetzt mal mit vor. Das ist Gott sei Dank pures Wasser. Verbessern den Alkohol mal noch ein bisschen mehr. Ist halt schön, wenn man nicht alles wegschmeißt. So, mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Also ich fahre jetzt mal zum nächsten Spot. Ich mache jetzt hier auch schon mal zu. Wir haben jetzt knapp 10 Liter Sprit drin. Und ich sollte es zumachen. So, halt, Motorhaube ist mal offen. Und nein, das würde quasi nichts bringen, die Motorhaube abzumachen. Weil Luftkühlung funktioniert hier quasi in dem Game nicht wirklich. So, wo war jetzt der nächste Spot? Wo muss ich jetzt hin? Shit. Ich muss jetzt nach dort. Und dann nach da. Okay, dann machen wir das jetzt. Super, gut. So, dann starten wir die Motoren. Okay, wir haben einen Busmotor, oder? Da hat sich die Karre zerrissen. Ups. Ich glaube, wir müssen schneller schalten. Verdammt. Okay, da hat's die Karre zerruppt. Da hat's die Karre zerruppt. Also hoch war ich auch noch nicht. Da hat's die Karre zerrissen. Oh mein Gott. Okay, gucken wir mal. Los, weiter geht's. So Leute, da ist er wieder. Oh mein Gott. So, ich habe festgestellt, nachdem ich jetzt den Kaktus getrunken habe, dass ich hier noch einen Kühler habe, der noch Wasser hat. Das könnte ganz gut funktionieren. Oh, warte mal, ich trinke das gerade selber, ich dusche. Ups. Na toll. Mega klasse. So, mal gucken, ob das jetzt besser klappt hier. Wie beim ersten Mal. Und die Karre um die Ohren geflogen ist. Ja. Sagt, jetzt probieren wir das nochmal. Nicht, dass ihr euch wundert, ich habe das jetzt mit der Ansage nur nochmal für mich so gemacht. Dass ich hier weiter im Fittichen bleibe. Macht eigentlich das Rad hier hinten drin? Habe ich den Revolver jetzt eigentlich schon reingeschmissen? Ja, habe ich. Okay. So, dann fahren wir jetzt mal dorthin, gucken, was das ist. Also wenn es eine Villa ist, was ich fast schon vermute, weil es fast so aussieht. Aber das da unten sieht auch fast so aus wie eine Villa. Aber das könnte auch eine Werkstatt sein, da steht noch mehr rum. Warte mal, waren hier nicht irgendwo Tankgläser? Da
können wir doch gleich mal gucken. Alles von vorhin haben wir nicht mitgenommen. Ah, das ist natürlich doof. Weil Ferngläser verraten manchmal ganz schön viel. Da liegt ein Metalldetektor rum. Aber hier liegt bestimmt auch keins. Hier liegt auch keins. Nee, hier liegt auch keins. Schade. Weil da hätte man sich den Weg vielleicht sparen können. Oh, hier ist nochmal Benzin. Ist gut, dass ich schon nochmal rein bin. Und gleich noch 1,3 Liter mehr. Yay! Ach, siehst du aufs Dach? Na gut, okay. Nee, gehen wir jetzt nicht mehr. So, na gut, dann fahren wir jetzt mal gucken. Aber halt vorsichtig. Dann gibt's jetzt mal die zweite. Das da ist ein Hase. Also das könnte so eine Art Diner oder Werkstatt sein. Das sieht mir verdächtig nach einer Villa aus. Ich muss das nächste Mal doch ein Fernglas mitnehmen, falls mal wieder sowas ist. Also wie gesagt, wenn das eine Villa ist, dann fahre ich da jetzt nicht hin. Eine Villa ist mir jetzt geradezu... Wie gesagt, eigentlich bin ich schon wieder viel zu weit weg von der Straße. Das bietet sich jetzt halt gerade bloß an. Das ist eine Villa, oder? Ach, nö. Eigentlich reine Zeitverschwendung. Meine, ja, bei den Villen gibt es guten Stuff und... Aber nee, ich will da jetzt nicht. Nö, ich will da nicht hin. Falls da rüber. Ist ja dort. Mal gespannt, was das ist. Ich muss jetzt bloß aufpassen, nicht, dass ich hier irgendwie einen Felsen mitnehme oder sowas. Weil halt keine Straße und so. Gut, der ist auch scheiße. Das wäre auch kacke. Hält. Guck mal. Ich glaube, wenn ich weiter hier immer nur Gas gebe, dann platzt uns der Motor oder irgendwas weg. Das ist die nächste Villa, oder? Ist das jetzt mein Ernst? Ist das so ein Bild, oder? Ist das auch eine Villa? Hier nicht mal mehr ein so ein stinknormales komisches Diner oder so. Guck mal, so noch mal. Der Motor ist echt ein Hammer. Der Motor ist echt die Hammer. Der Hammer. Das ist ein blöder Villa. Ich will nicht einen blöden Villa. Ich mag die Villa. Nein. Also mit besseren Waffen, ja. Mit viel Munition, ja. Aber nicht mit dem Luftgewehr. So, ich werde das jetzt verlassen. Der Tag so vorne macht mich schon besser. Dürfte eigentlich auch ab. Muss den Gang nicht raus sein, dann müsste ja eigentlich, oder? Kommt die Batterie? Ne, der stirbt nicht ab, siehst du das? Der stirbt nicht. Okay, dann finden wir jetzt so. Der fährt eiskalt weiter. Der stirbt nicht.
guck mal, da vorne kommt was. So ein bisschen kleine Kackhaus, aber. Und Leute, wir sind bei 50 Kilometer. Yay! Fall. Weil für die Pumpguns habe ich ja noch keine Muniz. Was gibt's hier? Benzin und Öl. Und eine Tür. Und ein Rad. Und wir bräuchten vielleicht größere Räder. Sowas zum Beispiel. So ein LKW-Reifen. Aber wir haben nicht die passenden Felgen dafür. Leider. Also ich denke mal, wenn die Reifen vielleicht, na gut, ja, nee. Also wir bräuchten doch schon LKW, weil ich denke mal, das ist ein Busmotor, würde ich sagen. Ist das Bus- oder LKW-Motor ist. Ich denke, Brecheisen rum. Hier hinten noch irgendwas. Voll die Enttäuschung, ja. Das Teil. Voll die Enttäuschung. Mal aufs Dach gucken, vielleicht liegt da noch was Nützliches rum. Da können wir jetzt auch noch eine Station mitnehmen. Umso näher kommen wir der 100. Jetzt nochmal Benzin mit Öl. Noch ein Cowboy-Hut. Hm. Wie hat man jetzt eigentlich dieses Accessoire wurde abgesetzt. Das will ich da auch nicht mehr. Ja, weil irgendwie ging das. Ich glaube, du darfst es nicht in der Hand haben. Oder irgendwie so komisch war das doch. Also seitdem diese so frisch gemacht worden ist, hat die wieder neun Bums, oder? Also mehr Bums. Würde ich fast sagen. So, na gut. Da hinten ist ein komischer Hochsitz, da gibt es meistens nichts. Ich würde sagen, wir fahren mal weiter. Also, ich müsste immer darauf achten. Das hätte ich vielleicht am Anfang der Reihe sagen sollen. Auf der rechten Seite ist immer richtig die Richtung. Auf der anderen, wenn das mal links von euch ist, fahrt ihr wieder zurück nach Hause. Das hätte ich vielleicht mal eher sagen sollen. Weil es gibt ja nur in eine Richtung die 5000 Kilometer. So, ich versuche gleich mal mit dem vierten anzufahren. So, das geht genauso gut. So, ich würde sagen, jetzt noch eine Station. Warte mal, das ist die ganze Zeit so hin und her war, ja. Zug, also es geht auch nicht. Ich will jetzt noch mal was testen. Ja, ihr seid jetzt live dabei. So. Haben wir die Handbremse gezogen, ja? Motor läuft noch. Okay. Gut. So, jetzt tun wir mal kurz speichern. Ja. So, und jetzt will ich was ausprobieren. Mal gucken, ob das passt. Habe ich jetzt auf 0 geschaltet? Ja, ne? Ja. 1, 2, 3. Ja. Ach, guck, jetzt ist er abgesoffen. Ah, gut, weil ich zu wenig Gas gegeben habe. Ich will jetzt einfach nur mal gucken, ob das nochmal passiert. Wenn der Motor nochmal platzt oder abstirbt. Also, wo er platzt, als wir sterben. Einfach weiter Vollgas gebe. Also es hört sich komisch an, der Motor ist an der Grenze, weil halt das Getriebe nicht mehr kann.
gibt hier auch keinen Gang mehr. Aber das würde theoretisch gehen, ne? Also ist ja nicht so, wir haben ja gespeichert, so ist es ja nicht. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Es hört sich halt bloß grauenhaft an. Dieses will, 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 weil eigentlich kann der Motor noch mehr und kann aber nicht. Oh, da hinten ist ein Wasserturm. Da. Da vorne kommt ein Stein auf der Straße. Also ich meine, so lasse ich die 100 Kilometer ausschaffen. Also bis jetzt ist noch nichts passiert, ne? Kommt wieder Grasland. Also das Grasland, wo das Gras noch steht und nicht bloß liegt. Guck mal, da vorne ist schon ein Spot, oder? Also Leute, nehmt es mir nicht übel, aber ich werde jetzt hier nicht jede Villa mitnehmen, weil die sind mir einfach auch zu groß. Es dauert alles so ewig, bis man dann durch ist. Das hat eigentlich auch den Hintergrund, wie gesagt, wenn ich jetzt bessere Waffen hätte, dass ich da schneller durchrennen könnte, ja. Klar, allein schon wegen was zu essen und was zu trinken. Oder halt auch fürs Auto. Aber macht für mich so keinen Sinn. Guck mal, ein Mofa. Da oben ist noch ein größerer Motor. Und das ist bestimmt ein Dieselmotor. Ach, da könnte ich jetzt schon wieder. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein bisschen Feedback da und wir sehen uns in der nächsten Folge bei The Long Drive. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.